Ich bin im Bereich Automatisierungstechnik tätig. Das heißt, ich mache die ganzen Maschinenbaufächer von Maschinenelementen, Konstruktion, Projektarbeiten ganz viel in der Konstruktion, betreue Diplomarbeiten, technische Mechanik und Fertigungstechnik. Eigentlich, dass man immer irgendein Problem zum Lösen hat. Also, und wahnsinnig viel Kreativität eigentlich dafür braucht. Es ist nie irgendwas festgesetzt. Man kann irgendwelche alten Lösungen hernehmen, aber dann muss man sich was Neues überlegen und vor allem hauptsächlich kreativ sein. Man darf nicht irgendwie stecken bleiben irgendwo. Und das ist das, was mir so Spaß macht an dem Ganzen eigentlich. Das ganze Angebot, was sie haben. Es gibt hier Maschinen, die hat die ganzen Firmen nicht. Gerade Kunststofftechnik zum Beispiel, das ist eine Spritzgussfirma, wo teilweise Firmen herkommen, um hier Spritzgussversuche zu machen. Und dieses Angebot, das ist enorm. Die ganze Messtechnik, das gibt es, glaube ich, nirgendwo im Land, dass ja, so viele Maschinen und auch das Know-how dazu da ist. Eigentlich, dass es genauso machen soll, wie es ist. Sich trauen, Maschinenbau zu studieren. Egal, was alle Leute sagen, egal, ob es heißt, Technik und Frauen ist nichts, sondern einfach es trotzdem durchziehen.